Hallo, mein Name ist Daquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Libyen und der Beta-Testkarte. Wir haben Tag Nummer 48 erreicht und wir stehen weiter auf Rang Nummer 1 mit jetzt 361 Siegpunkten. Das große Desaster konnte abgewendet werden. Die feindlichen Truppen hier in unseren Gebieten wurden völlig zerstört. Hat für uns ein paar Provinzen gekostet, auch viel Schaden hat es gekostet, aber wir reparieren weiter diese ganzen zerstörten Gebäude und Provinzen und konnten dafür eine Menge Feinde zerstören, konnten den Feind außerdem auch wieder aus Kairo zurückschlagen und die meisten unserer Armeen auch hier im Osten retten. Und jetzt auch kommt aktuell unsere große alliierte Antwort auf diese Bedrohung langsam heran. Aber es wird langsam auch klar, dass die Energielevel unserer Seite ein bisschen droppen, einfach weil das jetzt schon hier 48 Tage sind in der Runde. Die Karte läuft seit einer Woche fast und es wird jetzt langsam ganz schön stressig hier, also die Menge an Arbeitsaufwand, gerade auch nachts, das ist eine ganze Menge. Und wir verlieren langsam den Anschluss hier, würde ich mal so ganz vorsichtig formulieren, denn einfach der Feind ultra präsent, sehr, sehr fähig, sehr, sehr kompetent hier, wie unsere Armeen langsam ausgeschaltet werden und wir haben dann nicht viel, was wir gegen machen können. Meine Versuche mit Eisenbahngeschützen Zeit zu kaufen haben bislang nicht unbedingt Früchte getragen. Turkestan ist einfach unfassbar stark. Hier unten nochmal 60 Artis, 13 Artis, 50 Pferde, das sind gewaltige Armeen, die wissen genau, was sie tun. Da bringen auch Eisenbahngeschütze nicht viel. Ich werde die mal nach unten jetzt bringen, weil das kann man ja schon mal machen. Auch hier muss noch eine Eisenbahn dringend gebaut werden, da wo die Lücken noch sind, die müssen gefüllt werden. Das heißt, wir bauen mal so viele Eisenbahnen, wie wir noch können, aber ich fürchte, es wird nicht so viel bedeuten, weil wir kriegen diese Armeen hier einfach nicht raus. Eriks Armee ist hier gerade im Kampf, wird aber wohl aufgerieben werden dadurch, wenn sie nicht bald sich zurückziehen würde. Und weitere Armeen haben wir nicht wirklich. Also wir haben schon Armeen noch hier, ein paar sammeln sich auch weiterhin, aber es wurde bereits viel verloren. Und unsere einzige wirklich starke, fähige Armee ist hier im Norden. Das sind insgesamt 634.000 Truppen, 18 Artis, haben gestern eine ganze Menge Artis verloren, weil der Feind uns hier in Kairo erwischt hat. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, ich konnte nicht reagieren, haben wir dann die Hälfte unserer Artis verloren. Sehr schmerzhaft, dafür haben wir jetzt hier zwei EBGs plus weitere EBGs auf dem Weg. Hier sind nochmal zwei EBGs insgesamt. Das ist okay, aber es reicht eben nicht. Ich baue nochmal einen Bomber gleich. Ich habe begonnen, Bomber zu bauen, in Hoffnung, dass die irgendwas bringen, auch wenn das wahrscheinlich ebenfalls nicht erfolgreich sein wird. Wir können es ja zumindest mal versuchen. Und also das Problem für uns jetzt aktuell wirklich primär, dass eben der Feind hier so unfassbar große Präsenzen aufbauen kann in unseren Gebieten, aber auch immer sich zurückziehen kann, wenn wir irgendwie versuchen, einen Angriff zu wagen. Wir sind langsamer als er. Er hat die totale Seehoheit, kann diese auch weiter ausbauen. Wir können damit nicht irgendwie kompetitieren und das merkt man gerade wirklich sehr. Wir haben keine Option da, dass wir uns da irgendwie reinstellen können. Wir brauchen viel zu lange und das merkt man eben sehr. Also wir haben keinen Zugriff auf diese Provinzen. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie ihn einzukesseln, irgendwas in dieser Form zu machen. Alles, was wir tun, das scheitert sofort. Das heißt, wir können nur mal ein bisschen stören hier. Das können wir mal machen. Wir schicken mal diese Armee da los und stören so ein bisschen ihren eigenen Angriff. Solche Sachen gehen. Aber diese großen Armeen anzugehen, haben wir bislang nicht wirklich geschafft. Und wenn was passiert war, haben wir große Verluste gehabt. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir das hier noch retten können. Es kann sein, dass der Feind diesen Sieg einfach mehr verdient hat als wir. Und ihn auch bekommen wird. Das ist durchaus legitim. Wir sind weiter auf Platz 1 hier. Und gewinnen sogar Punkte. Das ist sehr schön zu sehen. Es geht aber auch all ihren Nationen moralisch sehr gut. Unseren geht es ebenfalls an sich ganz okay. Ich sehe, dass hier drüben ein paar Probleme sind moralisch. Das könnte daran liegen, dass einfach auch die Hauptstadt ja gerade neu ist. Hier wurde ja auch viel Schaden gemacht. Viele Gebiete hier in Westalgerien sind ja auch gefallen bei dem Angriff. Genauso eben auch bei Eric hier. Das heißt, die beiden natürlich hier oben noch gewisse moralische Probleme. Wir recovern das gerade auch noch so ein bisschen, aber wir haben ja auch viel Schaden genommen. Also das ist alles nicht so einfach. Und die ganzen KIs hier unten konnten wir immer noch nicht einnehmen. Also ich fürchte, dass das einfach nicht mehr rettbar ist. Die einzige Lösung wäre eben, wenn Turkestan irgendwann mal nicht da ist und wir wirklich dann mal ein paar Stunden haben, um unsere Manöver zu fahren und ihn einkesseln können. Aber selbst dann ist die Frage, mit was? Weil wir haben zwar ein paar Armeen hier und da, aber nichts, was irgendwie funktioniert. Also die Armeen, die jetzt hier Eric hat, sind zwar schön und gut, aber die sind nicht stark genug, um im Nahkampf hier irgendwas zu machen. Gut, 13 schwere Panzer sind schön, aber die haben halt doppelt so viele. Ja, und das ist natürlich das Problem hier. Wir haben auch selbst nur schwere Panzer. Wir haben insgesamt 6. Dafür halt eben mehr EBGs.
toll, ne? Alles schön und gut, aber auch das ist keine Nahkampfarmee, die sind ja viel stärker hier aufgestellt. Obwohl wir da schon eine ziemlich gute Stärke haben, ich lüge gerade, wir haben 15.000 Hitpoints, wir haben viel mehr Moral als sie. Das ist schon wahr, ihre Truppen sind sehr demoralisiert. Das kann sehr schnell kollabieren, auch ihre Artis sind ziemlich broken, das muss gar nicht mal so schlecht sein. Ich gucke mal, vielleicht haben wir doch eine Chance. Wir ziehen mal unsere wichtigsten Truppen hier unten ab. Und wir können ja mal gucken, ich meine, also ist jetzt ja noch nicht völlig lost. Tatsächlich ist ihre schlechte Moral und ihr schlechter Zustand hier ein ziemlich großer Faktor. Diese Artis sind ja mehr als halb tot, die werden ja sehr schnell fallen. Und diese Infanterie auch, also diese Armeen sind gar nicht mal so stark. Die sehen stark aus, aber die sind sehr killbar. Und wenn die Artis mal weg sind, sind sie weg. Das heißt, das wäre schon möglich. Ich bin vielleicht ein bisschen zu fatalistisch unterwegs. Das muss jetzt nicht um den Scheitern hier an dieser ganzen Sache. Wir probieren mal unser Bestes. Vielleicht kriegen wir es ja doch hin, den Feind noch aufzuhalten. Das wäre sehr schön. Aber wir haben halt nicht viele Armeen. Also wenn wir diese Armee jetzt hier einsetzen, die wir haben, dann wären wir hier im Norden völlig frei und besiegbar, einnehmbar. Wir brauchen dann weitere Armeen, die sammeln sich hier drüben bereits. Sie werden dann unsere neue Reserve bilden, aus Erskikas-Landen vor allem. Aber selbst diese Truppen werden nicht ausreichen, um sich mit dem Ganzen hier zu messen. Weil dann haben wir ja auch nur eine Armee oder zwei Armeen von ihnen zerstört. Das ist ja noch nicht alles. Sie haben ja noch viel mehr. Obwohl, haben sie noch viel mehr? Wir sehen ja alle Truppen gerade von ihnen. War's das? Ist das alles, was sie haben? Oh. Vielleicht bin ich doch ein bisschen zu pessimistisch. Aber ihre Marine ist halt ein riesiges Problem. Plus, sie sind ja auch nicht alleine. Die haben ja noch ein paar Allies. Andererseits werden ja auch beide Seiten langsam strugglen mit der Mentalität in diesem Game. Das heißt, wir schaffen doch mal eine Armee zu zerstören. Dann könnte sich ja einiges ändern wieder. Wir gucken einfach mal, was sich hier ergibt. Und dann sehen wir eben weiter, wie wir hier das noch spielen können, wie gut wir hier zurückkommen können. Ich denke, da gibt es noch gute Chancen. Die KI lässt uns ja in Ruhe größtenteils. Wir haben immer noch mehr Provinzen, mehr Produktion als sie. Und ihre Allies haben wir bereits schon mal in die Schranken gewiesen. Das heißt, wir kämpfen aktuell primär nur gegen Turkestan. Und da ist immer noch viel möglich. Irgendwann macht jeder mal einen Fehler. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.